DFG Science TV. Funktion durch Vielfalt. Pionierarbeit in China. Das größte Waldexperiment zur biologischen Vielfalt. Das Forscherteam hat bisher die Vielfalt der Pflanzen und Tiere und zahlreiche Prozesse in den chinesischen Wäldern analysiert. Zum Abschluss untersuchen sie die biologische Vielfalt im nicht sichtbaren unterirdischen Teil des Bodens. Im Grunde interessieren sich die Forschung des Biodiversitätsprojekts in den chinesischen subtropischen Wäldern nicht nur für die Diversität über der Erde, sondern auch für die unterirdischen Diversität in den Böden. Böden beinhalten mehr als 20 Tonnen Mikroorganismen pro Hektar. Die sogenannte mikrobielle Bodenbiomasse. In ihr sind mehrere 10.000 Pilz- und Bakterienarten enthalten. Sie lassen sich allerdings nicht einfach isolieren. Daher erfolgt ihre Untersuchung direkt im Boden. Zu Beginn entnehmen die Forscher frische Bodenproben und frieren sie mit flüssigem Stickstoff ein. Nur so bleiben die Mikroorganismen im aktuellen Zustand erhalten. Jetzt können die Wissenschaftler mit den Analysen im Labor in Halle beginnen. Die Doktorandin Yutin Wu vergleicht die Mikroorganismen aus den verschiedenen Waldplots in zwei Schritten. Wir nutzen dieses Gerät und spezielle kleine Kugeln, um die Zellen zu zerstören. Dabei wird die DNA frei und kann dann in der folgenden Analyse extrahiert und gereinigt werden. Im ersten Schritt nutzen die Wissenschaftler die DNA, um Mikroorganismen zu identifizieren. Dazu suchen sie nach ganz bestimmten Abschnitten der Erbsubstanz. Dann können bestimmte Zielgene aus dieser DNA mit spezifischen Primern in der Polymerase-Kettenreaktion amplifiziert werden. In der Polymerase-Kettenreaktion werden die gesuchten Sequenzen 10.000-fach vervielfältigt. Nach der PCR-Reaktion führen wir eine Gel-Elektrophorese durch, um die PCR-Produkte zu überprüfen. Eine Spur hier ist eine Bodenprobe. Manchmal gibt es in einer Spur mehr als zwei Banden. Weil wir die mikrobielle Diversität untersuchen wollen, werden wir die PCR-Produkte klonieren, dadurch gereinigte DNA gewinnen und diese dann sequenzieren. Im zweiten Schritt werden die Untersuchungen präziser. Die Wissenschaftler unterscheiden jetzt die verschiedenen Gruppen an Mikroorganismen. Dafür analysieren sie die Bodenproben auf bestimmte Komponenten, wie zum Beispiel die sogenannten Phospholipide. Die Forscher nutzen sie wie Fingerabdrücke. Somit erkennen sie, welche Mikrobengruppen in der Biomasse enthalten sind. This machine is GC-MS. Bei diesem Gerät handelt es sich um eine GC-MS. Wir geben unsere Proben in dieses kleine Gefäß und nach einer Stunde erhalten wir die Ergebnisse. Auf diesem Bild lassen sich viele Peaks erkennen. Je nach ihrem unterschiedlichen Molekulargewicht der Lipide kann die mikrobielle Struktur und Biomasse in den Bodenproben bestimmt werden. Die Ergebnisse helfen den Forschern, die Funktion der Vielfalt in einem Ökosystem zu verstehen. Wenn man von Vielfalt redet, denkt man eher an tropischen Regenwäldern. Aber im Grunde die Vielfalt der Organismen in Böden ist im Grunde viel höher. Und diese Mikroorganismen haben eine sehr wichtige Rolle, beispielsweise für den Abbau der Streu oder für die Bildung des Humus, also für die Fruchtbarkeit der Böden. Es ist insofern sehr spannend, diese Welt zu entdecken und zu verstehen, wie sie auf Änderungen des Klimas oder der Vielfalt der Pflanzen reagieren. Das Forscherteam hat aber noch viele offene Fragen. Deshalb forschen sie im größten Waldexperiment in China noch viele Jahre. Aber jetzt heißt es erstmal danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen in China. Mehr auf DFG Science TV. Weck den Forscher in dir.